Hallo Internet. Mit der neuen Automatisierungsplattform i900 von Lenze verschwimmt die Grenze zwischen Drive-Based und Controller-Based Automatisierung. Was das genau heißt, schaue ich mir heute mal genauer an. Bei mir ist jetzt Herr Bergner. Herr Bergner ist der Leiter des Produktmanagements für den Bereich Server Drives and Motors. Herr Bergner, Lenze sagt, dass sich Drive-Based Automation und Controller-Based Automation immer mehr annähern oder sogar verschmelzen. Wie meinen Sie das? Wir meinen das so, dass wir bei unseren Kunden vor allem einen Trend zur Modularisierung von Maschinen wahrnehmen. Und im Rahmen dieses Trendes ist es halt so, dass die Maschinenmodule aufgrund ihrer unterschiedlichen Ausprägung auch sinnvollerweise unterschiedlich gelöst werden sollen. Nämlich auf der einen Seite ein Maschinenmodul mit ein, zwei Achsen, drei Achsen mit einer sogenannten Drive-Based-Topologie, wo die Intelligenz im Antrieb selbst steckt, dezentral. Und für die Maschinenmodule mit mehr Achsen, die auch eine komplexe Achssynchronisierung benötigen, ist dann eher ein sogenanntes Controller-Based-System mit zentraler Intelligenz für die Motion aller Achsen die sinnvollere Lösung. Und da die Dinge nun in einer modularen Maschine sinnvollerweise kombiniert werden sollen, müssen wir diese Grenzen aufheben, die es noch zwischen diesen beiden Welten sehr häufig gibt. Alles klar. Jetzt haben Sie ja eine neue Automatisierungsplattform namens i900 in den Markt gebracht kürzlich. Was sind denn die wesentlichen Eigenschaften und wie wird damit genau dieses Zusammenführen in irgendeiner Form hergestellt? Ja, also der i900 ist natürlich ein neuer Servoantrieb, aber für uns ist es eben ein komplettierendes Element unserer Automationsplattform, der genau diese Durchgängigkeit im Gesamtsystem bringt. Wunderbar. Den neuen Umrichter oder das Servodrive i950, haben Sie den hier auch irgendwo auf der Messe und kann ich mir den vielleicht sogar anschauen? Ja, den haben wir da drüben zu stehen und da würde ich auch vorschlagen, dass der Produktmanager aus meinem Team, der Herr Lindemann, Ihnen dazu die Details erzählt. Klasse, dann gehe ich da jetzt mal hin. Bei mir jetzt ist der Herr Lindemann. Herr Lindemann, Sie sind hier bei Lenze Produktmanager für die i900-Reihe. Das hier ist jetzt auch das neue Gerät. Was war denn das Hauptziel bei der Entwicklung dieser neuen Produktreihe? Also, bei dem i950 haben wir uns die Aufgabe gestellt, die Automationsplattform, welche wir bei Lenze jetzt schon seit einigen Jahren vorantreiben, so rund zu machen, dass wir jetzt auch die Drive-Based-Welt in die Controller-Based-Welt reinholen. Das heißt am Ende, wir haben jetzt ein Super Servo, wie wir ihn nennen, den wir hier auch als Super Servo-Achse darstellen. Das Kopfstück der i950 an dieser Stelle, darunter der M850 als, wie wir es nennen, Ackerpferd für mittlere dynamische Anwendung und das G700 Getriebe. Key Features sind, dass wir mittlerweile die Fast-Welt in den Controller geholt haben. Das heißt, wir sprechen hierbei von Fast-in-Zeit. Der Kunde ist zukünftig in der Lage, sich über unseren Easy Starter, also unser Einstiegstool in der Lenze-Welt, die Technologie-Applikation auf seinen Rechner zu holen, einfach zu parametrieren und dann individuelle Kundenlösungen über einfache Parametrierung zu realisieren. Der i950 ist gleichzeitig auch future-proof, das heißt, wir arbeiten mit den neuesten Protokollen wie OPC UA, PLC Open und CR402 und ermöglichen Ihnen damit jetzt und für die Zukunft eine perfekte Grundlage, um im Prinzip für die Herausforderungen des Marktes in der Zukunft gewachsen zu sein. Im Prinzip, verstehe ich das richtig, steckt da ein Stück PLC in diesem Umrichter schon drinnen? Ganz genau. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen. Wir haben hier keine Steuerung. Am Ende verkaufen wir und vermarkten wir gerne Steuerung. Der Umrichter ist aber in der Lage, mit dezentraler Intelligenz die ganzen Motion-Aufgaben, die sich in einer Steuerungstopologie ergeben, mitzulösen. Das heißt, wir haben einmal die Möglichkeit, über unsere eigenen Lenze-Steuerung die Motion im Servo-Umrichter abarbeiten zu lassen und die Logik ganz normal, wie man das kennt, in einer übergeordneten PLC. Was auch möglich ist, ist den i950 als Leistungserweiterung zu unserer i700-Reihe im CR402-Modus zu betreiben. Wir sind hier mit dem i950 jetzt zur Messe bis 75 kW unterwegs und werden in einem nächsten Schritt zur HMI, also das ist schon so der Blick in die Zukunft, bis 110 kW angriffsfähig sein, sage ich. Das ist schon eine ganze Menge, ne? Ganz genau. Was wir vielleicht auch nochmal mit auf den Weg bringen können, ist, dass wir ein sehr kompaktes Gerät designt haben. Also das sind so die ganz typischen Probleme, die sich der Maschinenbauer auch gerade ausgesetzt fühlt. Der i950 ist zu einer Leistung von 15 kW so konzipiert, dass er in Schaltschränke bis 250 mm Tiefe passt. Was hat er denn sonst noch für Merkmale? Ich sehe, hier sind verschiedene Anschlüsse, Konnektivität. Was kann er denn auf der Seite?
Also, auch da war unser Anspruch, hochmodular zu agieren. Wir haben auf der Feldbus-Ebene im ersten Schritt ein Profinet-Modul, erweitern das dann in einem nächsten Schritt zur HMI und darüber hinaus dann auch mit den anderen gängigen Schnittstellen wie EtherCAT und so weiter. Wir sind in der mittleren Ebene hier auf unseren Onboard-Schnittstellen, die wir immer mitliefern für die horizontale Kommunikation. Wir haben also unseren sogenannten Lenze-System-Bus, der es uns ermöglicht, horizontale Kommunikation auch zwischen den Drives zu ermöglichen. Wir haben einen Diagnoseport, welcher es ermöglicht, am Ende über die gängigen Formate und Medien wie ein Tablet oder ein PC auf das Gerät zuzugreifen, Telemetriedaten abzurufen und das Gerät zu konfigurieren. Und wir haben auf der untersten Ebene zwei Geberschächte. Im ersten Schritt Resolver, Syncros und SSI. Und am nächsten Schritt wollen wir dann auch über eine Ein-Kabel-Technologie den Markt weiter beglücken. Vielleicht noch ganz interessant, man sieht hier im mittleren Feld den Slot für die SD-Karte. Die SD-Karte ist im Prinzip unsere Eintrittskarte in die Welt der Fast-Welt, wie wir sie bei Lenze schon aus der Controller-Based-Welt kennen. Ich habe eingangs erwähnt, wir haben hier eine Leistungserweiterung im ersten Schritt für den i700. Das erreiche ich, wenn ich das Grundgerät, so wie ich es konfiguriert haben möchte, mit Profinet-Schnittstelle und entsprechendem Gebermodul ohne SD-Karte bestelle. Ist der Kunde damit zufrieden, hat eine einfache SIA 402-Anwendung, eine übergeordnete Steuerung, kann er damit loslegen. Wenn es aber so ist, dass er ein gewisses Maß an dezentraler Intelligenz in dem Drive braucht, kauft er sich von uns aus unserem bekannten Credit-System eine SD-Karte, steckt sie in das Gerät und bekommt jetzt den Zugang zu unserer Fast-Welt. Den Zugang zur Fast-Welt heißt in dem Fall, wir haben hier in dem Gerät auf der Firmware im ersten Schritt Technologieapplikationen platziert, die über einfache Parametrierung dem Kunden ermöglichen, seine kundenindividuellen Lösungen zu realisieren. Ja, das ist ein spannendes Konzept, ganz faszinierend. Ich denke, damit ist Lenze auf dem Weg in Richtung Industrie 4.0. Wir werden schauen, wie es weitergeht. Wenn es Ihnen gefallen hat, schauen Sie immer wieder auf unsere Webseite. Da sind regelmäßig Reportagen in dieser Art. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.